Einen schönen guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dieser Woche beginne ich mit meinem neuen Job und da dachte ich mir, das ist eine gute Gelegenheit, euch wieder die ganze Woche lang mitzunehmen. Ich werde jeden Tag so ein paar Minuten filmen und quasi wie so ein kleines Tagebuch meiner ersten Arbeitswoche dadurch festhalten. Ich hoffe, es ist interessant für euch. Heute ist Montag, wir haben jetzt 8:30 und die Kinder haben heute quasi einen kurzen Tag in Kita und Schule. Das heißt, ich habe nicht viel Zeit. Ich möchte aber einiges noch schaffen. Bei mir im Arbeitszimmer sieht es relativ durcheinander aus, weil ich einige Bücher ausmisten möchte und weiterverkaufen möchte. Die Bücher habe ich auch schon soweit sortiert und Pappkartons stehen schon bereit. Das heißt, ich muss das alles nur noch eintüten und abschicken. Das habe ich mir vorgenommen für heute. Außerdem liegt jede Menge Kram herum, weil ich meinen Schreibtisch ein bisschen umorganisiert habe. Ich möchte ein bisschen mehr Fläche auf meinem Schreibtisch haben und habe den deshalb auseinandergebaut, sodass ich nur noch unten die Arbeitsplatte sozusagen habe. Dadurch habe ich aber keinen Regalraum mehr an der Wand und habe schon Regale bestellt, die kommen aber noch an. Ich habe unter dem Tisch auch schon so ein Fußbänkchen, damit ich einfach besser sitzen kann. Ich habe auch einen neuen Schreibtischstuhl, mit dem sind wir sehr zufrieden. Den haben wir jetzt schon vor Weihnachten erhalten. Und ja, es gibt einiges zu tun, aufzuräumen, die Fische, den Haushalt noch so ein bisschen voranbringen, damit der Nachmittag relativ entspannt ist, bevor es dann morgen zur Arbeit startet. Also ja, mal gucken, was ich heute schaffe und wie ich dann morgen in den Tag starte. Heute zum Montag. Morgen startet mein erster Arbeitstag, ich glaube um 9.30 Uhr. Und dann bin ich mal gespannt, was ich so für erste Termine reinbekomme, wie sich dann meine Woche noch gestaltet. Und ich vermute, ich werde dann halt sehr viel Zeit erstmal im Homeoffice verbringen, einfach weil, ja, ihr wisst es, das große C zwingt uns alle zur besten Vorsicht, die wir so treffen können. Aber ich freue mich, wenn es losgeht morgen. Ich freue mich sehr auf morgen, wenn es startet. Und darum werde ich mich jetzt flugs hier noch in den Haushalt reinschleichen und alles fertig machen. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Einen schönen guten Morgen. So, es ist Dienstag, der 1. Februar. Heute startet mein neuer Job. Und vorab habe ich euch schon auf meinem Blog einen neuen Blogpost hinterlegt zum Thema Jobsuche. Da habe ich mal alles so ein bisschen festgehalten, was ich so zusammengetragen habe für meine Jobsuche und wie ich das angegangen bin. Das habe ich alles mal hier notiert in dem Blogpost und das habe ich heute auch veröffentlicht. Ja, ansonsten bin ich noch nicht umgezogen. Ich habe jetzt erstmal die Kinder fertig gemacht, zusammen mit meinem Mann, der war so freundlich und konnte den Karl in den Kindergarten bringen. Zum Glück sind alle Pooltests heute negativ gewesen, sodass wir keinen Struggle hatten, Kinder noch testen zu müssen oder irgendwie noch irgendwas ummodeln zu müssen. Allerdings muss man sagen, die Personalsituation im Kindergarten ist extremst angespannt und wir müssen gucken, dass wir den Karl da relativ früh rauskriegen heute, damit nicht so eine große Durchmischung stattfindet. Ja, ansonsten werde ich jetzt mich gleich mal umziehen, mich noch so ein bisschen zu Ende fertig machen und aufhübschen, noch so ein bisschen was fürs Ego tun, damit man dann gut gestärkt in den neuen Job starten kann. Ich denke, viele sind nicht im Büro heute, weil natürlich die meisten im Homeoffice arbeiten und ich freue mich schon, wenn ich endlich dann alle mal richtig kennenlernen kann. Aber ja, da sind wir jetzt alle im selben Boot und jetzt geht es erstmal darum zu starten und die ganze Logistik hinzubekommen. Das ist so das Tagesziel für heute. Ich habe mir ja selber so einen kleinen Etappenplan geschrieben, das habe ich euch ja im letzten Video auch so ein bisschen erläutert, was so meine Ziele sind jetzt, wenn ich starte. Da geht es schon weiter mit den Nachrichten
Und ja, jetzt mache ich mich erstmal fertig und dann zeige ich euch gleich mal, wie mein Outfit ist für den ersten Tag. So sieht es jetzt aus. Da kommt jetzt gleich noch ein Halstuch drüber, weil ich glaube, es wird eher kühl oder mir wird wahrscheinlich eher kühl sein. Tasche habe ich gestern Abend noch gepackt. Ja, dann kann es jetzt losgehen. 8:50, auf geht's und wünscht mir Glück und ich erzähle euch hinterher, wie es war. So, geschafft. Der erste Arbeitstag ist rum. Jetzt haben wir 3:10, das heißt, ich kann jetzt direkt durchflitzen zu Maries Schule und die abholen. Denn heute hat sie noch ihren Sporttermin. Das heißt, ich werde jetzt gar nicht lange reden. Es ist alles soweit gut gelaufen und ich wurde freundlich empfangen. Und ja, dann schauen wir morgen, wie der Tag morgen läuft. Dann mache ich die Arbeit von zu Hause aus unterschiedlichsten Gründen und gucken wir mal, wie das funktioniert. Aber der erste Tag war schon mal sehr gut. Ich werde jetzt gleich noch was Mittagessen aus der Tiefkühltruhe holen. Ich habe nämlich ein bisschen vorgekocht und dann habe ich morgen im Homeoffice auch direkt ein gutes Mittagessen und kann zwischendurch mal was essen, was Warmes. Das wird mir, glaube ich, ganz gut helfen. Ja, ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Jetzt ist es Mittwoch. Wir haben jetzt gleich 7:30 und wie ihr gesehen habt, ich habe mir schon so einen kleinen, Snackteller gemacht. Das mache ich eigentlich immer, wenn ich Homeoffice habe, dass ich mir vorab schon so ein bisschen was zu futtern hinstelle, damit ich nicht einfach dauernd aufstehe und rumrenne und irgendwas zu essen suche, sondern damit ich quasi mich so konzentrieren kann und immer was griffbereit in der Nähe habe zum Futtern. Was zu trinken, stelle ich mir gleich auch noch hin. Ja, dann habe ich gestern hier noch meinen neuen Mikrofonständer bekommen. Das ist jetzt nur noch so ein Einbeinstativ und sodass dann hier dieser riesige Greifarm nicht mehr da ist. Dann habe ich hier schon mal wieder ein bisschen mehr Platz. Und ja, jetzt muss ich nachher dann noch meinen Arbeitsrechner aufstellen und anschließen und gucken, dass das alles funktioniert. Ich bringe aber jetzt erst das Schulkind zur Schule, die musste mich sonst heute alleine laufen und dann habe ich gedacht, ich begleite sie kurz, habe direkt ein bisschen frische Luft und ein bisschen Bewegung vorab, dann wird der Kopf auch direkt ein bisschen wacher. Ja, heute ist wieder Testtag, wie immer bei den Erstklässlern, bei den Zweitklässlern Montag und Mittwoch, bei den Kindergartenkindern auch, das heißt, heute wird wieder getestet und ich hoffe, morgen sind alle aus unseren Gruppen negativ, toi toi toi. Und ja, an dieser Stelle beste Wünsche an alle da draußen, denen es anders geht gerade, weil es ist, ja, glaube ich, wieder eine enorme Belastung für alle Familien mit Kindern, die arbeiten müssen. Das ist wirklich ein Stress. Das ist sehr traurig, dass es immer noch auf uns alle so abgewälzt wird. Ja, aber ich freue mich jetzt, dass wir erstmal rausgehen an die frische Luft, einmal durch die Kälte laufen. Dann bin ich auch wach genug für den Arbeitstag und dann werde ich hier alles einrichten und starten. Ich glaube, um 8:30 Uhr habe ich heute das erste Zoom-Meeting oder Teams-Meeting und da freue ich mich schon drauf, mal gucken, was es Neues gibt. Und dann muss ich erstmal meinen Kopf so ein bisschen sortieren und mir mal meine Notizen sortieren. Ich habe ja letzte Woche mir so einen Plan gemacht, wie ich mir die ersten Tage so vorstelle. Auch meine Firma hat einen super Einarbeitungsplan gemacht und auch eine Planung für die erste Zeit, für die erste Woche, den ersten Monat und so weiter. Und das, glaube ich, kann ich so ein bisschen gegeneinander matchen und schauen, ob ich das auch alles so im Blick habe, was ich für mich erreichen möchte, aber was auch die Firma erwartet von mir in der ersten Zeit. Und das möchte ich gleich auch erstmal alles sortieren für mich und nochmal so ein paar Systeme durchgehen, die ich gestern erklärt bekommen habe, dass ich das auch nochmal für mich wiederhole und nochmal so ein bisschen besseren Eindruck bekomme. Ja, also ich würde sagen, los geht's. So,
Und wir haben jetzt 20 nach 3. Ja, heute ging es schon, war ein Auf und Ab heute. Ich hatte ein paar technische Schwierigkeiten, wie das immer so ist, wenn man anfängt. Müssen sich einige Sachen erst einspielen und ja. Aber mir wurde sehr nett und freundlich geholfen und habe wieder neue Leute kennengelernt und sehr viel mehr Themen-Input bekommen heute. Und quasi so eingetaucht in die aktuellen Protokolle, was so läuft und die Programme, mit denen man dann vielleicht zusammenarbeiten wird oder mit denen man in Zukunft sehr viel arbeiten wird, kennengelernt. Und ja, da gilt es jetzt, sich natürlich reinzufuchsen. Und ja, jetzt brummt mein Kopf ein bisschen. Und ich habe jede Menge Ideen und Fragen und erstmal... ja, ich muss noch mehr erfahren, aber das auf jeden Fall ist jetzt schon mal so begonnen und spannende Sachen warten da auf mich auf jeden Fall. Das muss ich jetzt alles erstmal wegpacken. Für morgen, da gehe ich nämlich wieder ins Büro. Morgen habe ich tatsächlich mal relativ viele Meetings auch im Büro und da freue ich mich schon drauf, weil das dann da wieder eine andere Dynamik ist, Leute kennenzulernen, sich auszutauschen, zuzuhören und Sachen zu erfahren, was so passiert. Das finde ich schon relativ spannend. Ich habe aber auch noch ein Paket bekommen. Ich glaube, für hier meine Schreibtischorganisation so ein paar kleine Gimmicks, die hoffentlich mir weiterhelfen, weil das habe ich heute gemerkt, dass ich so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, mich zu organisieren. Wo schreibe ich jetzt was auf? Was gefällt mir nicht, was lasse ich vielleicht lieber sein und wie kann ich meine Gedanken strukturieren, weil ich mir natürlich auch Notizen im Laptop selbst mache, aber auch, wisst ihr ja, auf meinen Papiersachen Notizen mache und ich muss genau wissen, wo ich was aufschreibe, damit es für mich am effektivsten ist letztendlich und ich dann effizient auf die Sachen zugreifen kann. Ja, genau. Aber das muss ich mir dann nochmal ein andermal überlegen. Ich werde jetzt schnell aufräumen und dann gleich die Marie abholen. Improvisiertes Unboxing. Übrigens ist das mein aktueller Laptop-Rucksack. Den werde ich aber wahrscheinlich noch ersetzen durch ein anderes Modell. Den habe ich tatsächlich noch aus meiner Studienzeit und den werde ich morgen mitnehmen zur Arbeit. Übrigens habe ich auch heute schön mit Wärmflasche im Homeoffice gesessen. So, die muss ich auch wieder mitnehmen. Aber ich mal hier rüber gerollt. Das ist übrigens der IKEA-Stuhl, den ich meinte, der für mich jetzt eigentlich nicht mehr so geht, wenn man wirklich lange Stunden im Büro oder am Schreibtisch sitzt, finde ich, ist der einfach nicht mehr so passabel. So, das habe ich mir bestellt auf Amazon und wollte das hier hinten so ein bisschen installieren. Einfach um Notizblöcke und meine ganzen Stickerblöcke unterzubringen. Hier für Stifte noch so eine kleine passende Box. Ich filme euch das jetzt nochmal in der Nahaufnahme, dann schauen wir mal, wie alles dann zusammen aussieht. Ja, ich bin jetzt ganz zufrieden, wie das ausschaut und auch mit diesen Kabelhaltern. Da kann man die Kabel trotzdem noch flexibel rein- und rausziehen. Und ja, eine kleine Sammlung Stifte, das reicht also vollkommen jetzt hier und ich habe wesentlich mehr gerade Fläche und mehr Platz einfach als Arbeitsfläche für den Arbeitstag. Das finde ich ganz gut. Wenn jetzt noch die Regale kommen und noch ein neues Mauspad, dann bin ich happy und dann ist das soweit auch, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja, jetzt haben wir 4:15 und eine Maschine Wäsche läuft gerade noch und dann ist es auch schon wieder Zeit zum Abendessen. Morgen muss ich, wie gesagt, früh los und ins Büro kommen und gucken, dass ich da an den Meetings teilnehme. Da freue ich mich auch echt schon drauf. Aber ja, jetzt heißt es früh zu Bett gehen und genug Schlaf tanken, damit morgen alle fit sind. Also bis morgen!
schönen guten Morgen zusammen. So, heute ist Donnerstag. Wir haben jetzt 7:05, haben uns gerade schon getestet, alle Mann, beziehungsweise Pooltests für heute sind negativ und mein Mann und ich, wir sind beide heute im Büro und haben uns beide jetzt nochmal schnell getestet. Und ich habe heute meine Lesebrille mit am Start, weil ja, allzu kleine Schriften, da wird es dann doch ein bisschen schwierig mit der Lesefähigkeit mittlerweile. Ansonsten nehme ich mir jetzt noch ein paar kleine Snacks mit zu futtern, obwohl wir im Büro auch immer eigentlich Obst da haben und man sich so ein bisschen durch den Tag schlängeln kann, das geht schon. Aber ich nehme mir mal was mit, weil ich eh jetzt hier gerade noch was übrig habe und genau, dann habe ich heute ein paar Meetings am Start und heute Nachmittag muss ich gucken, dass ich noch ein bisschen Haushalt schaffe und vor allen Dingen die Badezimmer müssen donnerstags immer geputzt werden, beziehungsweise ich habe es mir so angewöhnt, ne? Ich habe jetzt keinen Muss, aber ich habe so meinen eigenen Rhythmus ja entwickelt im letzten Jahr, wie ich das immer so mache mit dem Haushalt. Vielleicht, wenn es euch interessiert, lasst mir gerne mal einen Kommentar da hier unter dem Video und schreibt mir mal rein, wie ihr den Haushalt euch so einteilt über die Woche hinweg. Ich mag das ganz gerne so aufgebröselt, dass ich nur Teilaufgaben an manchen Tagen habe und am Ende der Woche eigentlich einmal das Haus sauber gemacht habe. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ich meine, Wäsche ist so ongoing, aber Badezimmer mache ich einmal die Woche und heute wäre so der Tag, wo ich das gern machen würde und ja, mal schauen, ob ich das nachher noch schaffe. Ich werde die Kinder beide heute relativ spät abholen. Den Rest der Woche haben wir es eigentlich immer geschafft, zumindest den Karl früh vom Kindergarten abzuholen. Es wird uns heute nicht gelingen, aber ja, so ist das halt und ich denke, das passt schon soweit. Die Pooltests waren ja alle negativ, also hoffen wir mal, dass das gut geht. Und dass wir uns darauf verlassen können, dass die auch halbwegs okay waren. Ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt los in den Tag. So, wieder einen Arbeitstag geschafft. Wir haben jetzt 3:10. Und ja, heute war sehr, sehr viel Input wieder, viele Meetings, aber so langsam kriege ich so ein Gefühl dafür, was meine Aufgaben sein werden und welche Infos jetzt wichtig sind, worüber ich mich informieren muss oder noch mehr, ich sag mal, noch mehr reinzoomen muss in welche Themen. Und ja, es ist einfach, ich finde es einfach ein toller Ausgleich, einfach mit Leuten zusammenzukommen, zu reden, zu diskutieren, Scherze zu machen, sich auszutauschen. Ja, das ist echt was ich jetzt vermisst habe das letzte Jahr über. Allein das ist schon ein großer Gewinn. Und ja, ansonsten, die Aufgaben werden definitiv eine gute Challenge für mich sein. Ich freue mich aber, also heutiges Feedback, gut. Dann, jetzt fahre ich schnell den Karl abholen, damit der auch nach Hause kommt. Und dann im Anschluss die Marie, die hat heute einen langen Tag. Ja, und dann hatte ich mir auch noch vorgenommen, ein bisschen was im Haushalt zu schaffen heute. Mal gucken, ob das klappt. So, ein Feedback wollte ich auf jeden Fall auch noch geben und zwar zu meinem Laptop-Rucksack. Das geht gar nicht mehr. Also ich habe jetzt den so vollgepackt und weiß einfach nicht, wo ich was reinpacke. Das ist mir irgendwie viel zu viel. Nur, alles fliegt hier rum, Portemonnaie, Headset, Lesebrille, alles liegt irgendwie durcheinander und deshalb habe ich entschieden, werde ich mir definitiv einen neuen Laptop-Rucksack bestellen. Da werde ich, glaube ich, rein investieren und werde ihn euch, wenn ihr Interesse habt, auch gerne mal vorstellen und zeigen, was er so für Fächer hat und wie ich das so aufteile. Weil ich finde es einfach praktischer als mit der Tasche, die ich sonst immer hatte von Storksack. Also das mache ich auf jeden Fall, dass ich mir noch einen anderen Laptop-Rucksack bestelle. Ein
Einen schönen guten Morgen. Es ist Freitag und wir haben jetzt 7:30. Wir haben gerade gefrühstückt und ja, das Schulkind ist zur Schule und das Kita-Kind nehme ich gleich mit. Das liegt nämlich auf meinem Arbeitsweg, dass ich ihn dann quasi an der Kita rauslasse. Und ja, soweit alles gut. Ich war gestern wieder früh im Bett und nach so einem vollen Tag mit lauter Input, dann bin ich immer relativ schnell müde und bin dann echt gestern relativ zeitig ins Bett gegangen, was auch ganz gut war. Jetzt heute haben wir schon gefrühstückt und ja, jetzt machen wir uns gleich auf den Weg. Und ich werde heute nochmal ins Büro fahren, obwohl ich eigentlich heute Homeoffice machen könnte. Ich habe mich aber bewusst dafür entschieden, heute nochmal ins Büro zu fahren, einfach um so ein bisschen in den Tritt zu kommen, um alles nochmal besser kennenzulernen, mich mit den Räumlichkeiten nochmal so anzufreunden und das alles so ein bisschen mehr zu verinnerlichen. Außerdem, glaube ich, habe ich im Büro auch erstmal weniger Ablenkung und mehr Ruhe für den Kopf und kann mich da besser auf die Themen konzentrieren, mit denen ich mich jetzt beschäftigen muss. Ja, aber jetzt geht's erstmal los in den Tag. So, der Wocheneinkauf ist erledigt. Ich melde mich noch kurz hier vom Supermarktparkplatz, bevor ich nach Hause rausche und dann vollkommen eingenommen werde von der ganzen Familie. Ja, wir haben jetzt 15.40 Uhr und ja, der Tag war anstrengend insofern, weil natürlich nach wie vor ganz viel Neues in mich reinrauscht und Aufgaben auf mich zukommen. Ich fühle mich so ein bisschen wie jemand, der neu ist auf dem Spielplatz und ich habe erst das große Klettergerüst gesehen und muss schon direkt runterrutschen. Weiß aber noch nicht, wie der Rest vom Klettergerüst funktioniert. So fühle ich mich jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!